Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Talk im Endeffekt. Und ihr könnt es natürlich in der Unterschrift schon sehen, worum es diesmal geht. Es geht um den Abschied von einer der größten oder auch der einzigsten Spielesendung Deutschlands. Und zwar von Game One. Und am 24.12. dieses Jahres war es dann soweit und Game One strahlte seine letzte Sendung aus. Und da muss natürlich auch ein Abschied dementsprechend gebühren, nach 8 langen Jahren, die sie uns durch die Spielewelt geführt haben. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was kannst du machen? Kannst du beste Szenen zusammenschnippeln oder du könntest schwieriges, so einen Text aufsagen, hast nicht gesehen, alles drum und dran. Aber ich habe mir gedacht, alles, ich habe viel drüber nachgedacht, wie kannst du dich am besten verabschieden. Und ich glaube, ein spontanes Video ohne großes Bildmaterial und hast nicht gesehen, ist, glaube ich, die beste Art, Danke zu sagen, als jetzt sich darüber Gedanken zu machen und hier und da, weil man weiß, dass es auch von Herzen kommt und ja, dass es halt auch direkt an die Person geht. Das geht aber nicht nur an Simon, Budi, Etienne und Nils, sondern an all den anderen, die im Hintergrund gearbeitet haben. Die im Hintergrund gearbeitet haben, wie der Wolf zum Beispiel, jetzt habe ich es doch. Die dafür gesorgt haben, dass Game One das ist, was es geworden ist. Auch wenn viele sich beschwert haben durch die Neuerungen, die sie rausgebracht haben, als sie dann sozusagen Staffel 2 in Anführungszeichen rausgebracht haben, haben viele rumgemeckert, das ist nicht mehr das alte Game One. Natürlich ist es nicht das alte Game One gewesen und ich muss auch sagen, ich gehörte am Anfang selber zu, die dann rumgemeckert haben, aber eine Sendung muss sich auch mal verändern, genauso wie sich Kanäle auf YouTube verändern müssen, so also auch die Sendungen im Fernsehen. Und ich kann es weitgehend leider nicht nachvollziehen, warum dieser Schritt getätigt wurde, dass sie auch kein anderer Sender dazu bereit erklärt, sie zu übernehmen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist für die Leute von Game One nicht das aus, sondern werden mit Rocket Beans extrem weitermachen über Twitch und auch über YouTube weiterhin noch. Und das ist natürlich großartig. Als Fan, wie ich mich dazu zähle, hat es mich sehr stark getroffen. Auch die letzte Folge habe ich mit zitternden Händen geguckt. Wahrscheinlich ging es nicht nur mir so, sondern über die ganze Welt verstreut. Man weiß natürlich jetzt nicht, was genau alles passiert. Wird GameOne.de jetzt demnächst komplett abgestellt oder wird es einfach nur umbenannt oder bleibt es bei den Leuten? Ich weiß es nicht. Ich wünsche den ganzen Game One Team auf jeden Fall noch viel Spaß, viel Erfolg mit allem, was sie noch geplant haben, was sie noch tun werden. Ich hoffe, man sieht sie trotzdem immer noch mal auf der Gamescom und sonst irgendwas, was leider bei mir noch nicht der Fall gewesen ist und was sehr traurig ist. Ich habe eigentlich immer gehofft, dass ich sie mal live treffen würde, mal auch kennenlernen würde, um ihnen auch mal persönlich halt dieses Danke ausdrücken zu können. Nach 8 Jahren, wo man sie kennengelernt hat, man hat alles verfolgt, man hat jede Sendung geguckt. Selbst als ich habe ein bisschen später angefangen, aber ich habe alle Sendungen nachgeholt, die da vorauskamen. Und es war einfach jede Folge an sich. Natürlich gab es ein paar schlechte Folgen. Es gab auch sau viele gute Folgen, aber jede Folge an sich war einfach das Nonplusultra. Und es wird Ewigkeiten dauern, wenn sogar nicht mehr möglich, sowas Gleiches nochmal darzustellen. Und ja, das ist einfach das, was ich nochmal ausdrücken wollte, nochmal rausbringen wollte. Und ich würde sagen, ich spreche für die ganze Community, wenn ich einfach nochmal ein ganz dickes, fettes Dankeschön rausbringe. Für die ganzen kreativen Köpfe,
für die, die Spaß in die Sendung reingebracht haben und die ganzen Ideen reingebracht haben. Es war super geil und ich hoffe, man erfährt trotzdem noch haufenweise von euch. Tja, meine sehr verehrten Chicos und Chicas, ich würde sagen, das war mein persönliches Abschiedsvideo von einer großartigen Gruppe. Was ihr dazu haltet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schroten. Wenn ihr sogar noch mehr Informationen habt als ich, würde ich sie auch gerne erfahren. Ich würde sie immer noch gerne weiterhin verfolgen. Ansonsten, tja, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.